herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Simon. Ah, so, wir haben Kiki zu Besuch. Ja. Unser heutiger Gast ist Kiki und wir haben mit Kiki gerade gefrühstückt und uns ganz viel erzählt, weil... Ja, wir haben ganz viel zu erzählen. Sie hat genau meinen Humor. Und und so einen kleinen Vulkan können wir oder ein Basketball-Ding. Was soll denn das? Mach doch ein paar Blumenbeete da hinten. So. Genau, so Blümchen halt. Genau. Yeah. Yay. Genau. Ist auch schön. Ja, im Grunde genommen hätten wir Geld und irgendwas Cooles uns dazu zu legen, aber ich wüsste nicht was. Ja, ich wüsste auch nicht so genau. Wir haben schon eine Handelbank und so und wir haben eh keine Zeit, irgendwas zu machen. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man sich mal so hier und das hier aufbauen, dass es ein Schlafzimmer oder anders ist. Ja. Ah, oder ich habe eine bessere Idee und zwar ein besseres Bett. So? Weil, guck mal, dieses... Couch, nee, meinst du? Bett auch, meinte auch Bett. Guck mal, das hat 6 Komfort und 6 Energie. Und dann sowas hat dann 9 Komfort, 10 Energie und noch 3 so Raum. Ne? So okay. Was. Mein Gott, das hilft sehr. Okay. Ja. Hoffen wir es. Kommen wir auch in das Bett. Okay. Okay. Dann glaube ich, dass man es so macht. Dass man das hier entfernen. Ja, und dann kann man die verkaufen. Das geht aber schnell. Bam. Bam. Okay. Und gleich machen wir dasselbe mit dem Sofa. 3, 4 und das hier. 7. Das ist voll chillig. Ja. Was ist das? What? Das ist Kunst. So? Ja, das ist hübsch. Ja, sehr gut. Bam! So, jetzt sind wir wieder ganz arm. Ja. Ja, isst noch mal weiter. Genau, isst doch noch was. Genau, wenn du servieren sagst, dann hast du direkt mehrere Portionen, ne? Auch gut. Ja. Till. Auf dem Klo ein Kompliment machen für die Augen. gut hingekriegt. Wir gehen einfach da rein. Aha, ja, wir sind doch jetzt Freunde, da ist man nicht so. Ach so. Ja. Und dann abspülen. Es macht keinen Spaß, mit ihr zu reden. Scheinbar. Kann sie lieber noch ein Buch lesen gleich. Mhm. Ja, ich hör zu. Mhm. Null Spaß macht das. Ja. Nicht so. Aha, so Kiki. Will das nochmal essen? Ja, richtig fett. Nee. Ich weder Pipi gemacht noch geduscht, aber ist egal. Und tschüss. Mhm. Mach zu, wenn du gehst, Kiki. Genau, schließ ab. So, Moment. Dann, aha, Forst reinbringen. Und? Altpapier. Dann Pipi und duschen. Das muss man wegschmeißen, oder kann man glaub das schon, essen, dass man das irgendwann wegschmeißt, weil irgendwann kommen die Fliegen. No. Und dann schlafen. Ah, dann schlafen. In unserem neuen Bett. Also, ja. Das wird ja Spaß machen. Das wird super sein. Genau. Ja, ich glaube, das kann man nicht mehr essen. Ja. Lala. Ich glaube, man könnte so einen zweiten, so noch eine Wand irgendwie hier. Ja, das kann man bestimmt. Und dann ein Schlafzimmer. Ja. Also richtig müde. Ey. Mhm. Oh mein Gott! Innendienst. Innendienst, ja, sehr gut. Weg von den gefährlichen Straßen. Ja, siehst du, und dann 9 to 3 Job. Ja, so Job. Ist ja da besser. Ja, ist so super. Ja, oh, ich kriege ja noch einen Bonus. Ja. Verstehe nicht wieso, aber ich freue mich über einen Bonus. Ja, klar. Pipi, Hygiene, gleich. Danach duschen, würde ich sagen.
Ja, genau. Genau, dann kann ich mir einfach ein diese Badewanne kaufen. Auch schön. Ja, so ein Jacuzzi muss ja nicht gleich sein, aber so eine normale Wanne. 3 und 6. Ach, oh nein, wird. Oder wir sparen noch ein bisschen, kaufen wir die. Können wir auch. Platz im Bad haben wir ja noch. Das Gute ist, dass man kann die welche schäbige Sachen verkaufen, ja, das und die dann noch optimieren. Mhm. Dann können wir normal duschen dann. Ja. Genau. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Spaß. Und ein bisschen Essen. Achso, was brauche ich jetzt für einen Job? Ach, trainieren. Zwei Körper und ein Mechaniker. Okay. Ja, wir haben schon die richtigen Sachen gekauft. Was? Okay. Ich schaffe nicht mal duschen. Nee. Ja, ich geh schon. Ja, ja. Na gut, aber wir müssen nicht mehr so lange arbeiten. Das ist eigentlich auch ganz gut. Okay. Dann duschen wir. Dann bezahlen wir vielleicht diese Rechnungen. Genau. So, dann Ruhe. Und dann Spaß. Erstmal ein Buch lesen für den Spaß und dann kannst du mechanische Fertigkeiten oder trainieren. Mal gucken. Ja. Nom, 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 nom. Spaß, 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 Spaß. Noch mehr Spaß. Noch mehr Spaß. Trainieren und schlafen, würde ich sagen. Pipi machen und schlafen. Vielleicht. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, wir trainieren nicht mehr. Okay. Das ist ja schwer, so Mechanik. Ne? Genau. Ja. Wir schlafen jetzt. Guck mal, wir haben ganz viel Kakerlaken und dann ist alles voll scheiße. Und da müssen wir auch noch auf Klo. Ja. Dann gehen wir da hin. Und dann. Nein, nicht sitzen. Abspülen. Da. Nein. Da. Nein. Da. Okay. Geil. Hunger haben wir auch und ach, alles. Ja, sie hat sich Chips alleine geholt. Na gut. Oh nein, die Pflanze. Oh je. Oh. Wieso stellst du das auf den Boden? Du hast hier einen Mülleimer. Weil sie schnell die... Und jetzt muss ich zur Arbeit. Ja gut, Pflanzengießen kann man gerade mal machen. Bing. Schon ist die Pflanze wieder grün. So, geht das so einfach geht das. Achso, das können wir noch essen. Ach, das können wir noch essen. Ja, ist doch mal was, Kind. Bipidi bo, bipidi bo. Mmh. Anschau, nicht zu ertreten. Aha. Vielleicht noch was. Nein, da ist es. Ach, jetzt schon. Susu. Mhm. Oh Mann, dann kommen wir zurück. Dann schmeißen wir das weg. Dann... Mittagessen. Ah, mich interessiert jetzt, ob es dann... Ich wollte gucken, ob es einen besseren Kühlschrank gibt, aber wir wollen sowieso erstmal fürs Duschen. Oder wir sollten uns was holen, das mehr Spaß macht als Lesen. Ja, vielleicht. Tanzen ginge ja auch irgendwo. Oder ein Fernseher vielleicht? Ja, sowas. Oder dann nochmal Spaß. Okay. Spaß 2, Spaß 4, Spaß 3, Spaß 5, Spaß 7.
Oh, Antidepressive Virtual Reality Set. Dann sind wir aber auch richtig pleite danach. Das ist was? 7, ne? Ja. 4, 3, 5, 7. Können wir uns aber noch nicht leisten. Das haben wir schon. Dann kaufe ich mir diese Virtual Reality und verkaufe das Radio. Okay. Ah, das steht für sich? Nein. Was? Aha. Genau das. 69 Paragraphen. Jo. So, und der Virtual Antidepresso Reality Dings, das soll viel Spaß machen. Ja, scheinbar. Können wir probieren? Ja, ich bin jetzt bei. Nach dem Essen. Und danach duschen. Und schlafen. Boah, das macht ganz viel Spaß. Das ist gut. Richtig lustig, ja. Das muss richtig Bock machen. Oh, ich brauche zwei Freunde. Körper und noch ein Freund. Ah, ja. Wie machen wir das? Tja. Du, übers Telefon vielleicht die Spinnwebs anrufen. Ah. Und die einladen oder so. Oder telefonieren, plaudern, wie auch immer. Dann werden die vielleicht irgendwann unsere Freunde. Die Julia und der Winfried. Ja, wenn die jetzt sehen, was für ein Virtual Reality Ding ich habe. Gott. Genau. Wann gehen wir arbeiten? 9 oder so, ne? Ja. Sollen wir die Mitternacht anrufen? Klar. Das ist scheißegal, ne? Dann können wir zusammen essen, Pipi machen. Plaudern? Ja, vielleicht. Ja, schön, dass ich dich störe. Und dann trainieren ein bisschen. Ja, Hunger und Pipi machen haben wir auch. Aha, sehr gut. Oh, das geht selten so gut. Ja, das Bett ist echt gut. Ja, ne? Ja. Und immer, wir haben immer einen Dreck, irgendwas Dreckiges da. Ja, dann irgendwas Ekliges ist. Also Kakerlaken und so. Immer. Oh, oh nein, Telefon, oh nein! Post reinbringen. Altpapier. Ja, dann können wir die Juli einladen. Wir brauchen ja Friends. Genau, und dann können wir zusammen essen und so. Und dann. Ja, ich habe 2 Stühle jetzt. Ja. Genau, wir können immer nur einen einladen. Oh, oh, die blühen! Ja, die Blümchen. Guck mal. Wie schön. So. Achso, vielleicht sollten wir mal erstmal aufräumen, bevor man Leute einlädt. Ja. Dann von Spinnweb. Dann mit Julia wieder. Boah, die Rechnung ist schon hoch. Ja, wir verdienen ja jetzt auch richtig Kohle. Natürlich habe ich nichts Besseres vor, als dich zu treffen. War das jetzt sarkastisch gemeint? Nein, ich könnte das komisch auf jeden Fall. Ja. So, und dann servier mal Essen oder so. Ah, stimmt. Dann haben wir gleich... Ah, Moment. Hm? Sag mal Hallo. Ja. Und dann servieren wir Essen. Julia, wo gehst du hin? Genau. Ja, setz dich auf den anderen Stuhl. Achso, das Virtual Reality Ding ist im Weg. Oh nein. Jetzt muss ich im Stehen essen.
Komm, setz dich hin. Irgendwas mit 9-11. Pipi. Aha, sehr gut. Aber jetzt was? Ist man sicher. Okay. Rede doch mal mit ihr. Ja, wir haben nicht mehr so viel Energie. Vielleicht gehen wir gleich mal schlafen oder so. Ich glaube, wir kippen jetzt gleich um. Ja. Noch mal reden. Sie muss ja. Achso, ich glaube 50% ist vielleicht Freundin. Yeah, super. Jetzt kannst du gehen. Und jetzt? Ich geh ins Bett. Geil. Ja, okay. Und dann brauchen wir auch gleich noch was für Spaß. Wir haben zu wenig Spaß. Und Fliegen und. Und alles und überhaupt. Alles und generell. Ich glaube, wir müssen das hier auf alles abspülen. Ja, und dann Spaß. Und dann Spaß. Und dann duschen und dann. Ja. Na komm schon, das Auto. Dann haben wir Moment. Schon wieder Hunger. Geh mal hier rein. Was ist denn passiert? Was? Keine Ahnung. Oh, Wasserschaden. Ah, aber geh mal ins. Was? Wieso geht's? Gut. Oh nö, alles einzeln. Das macht keinen Spaß. Kann wirklich auch sein. Nicht. Ihr macht das Spaß. Ja, klar. Ihr macht zumindest alles. Ah, reparieren. Das macht bestimmt viel Spaß. Okay. So, lach auf so. Oh. So, wenn wir wiederkommen, dann Altpapier. Aufwischen. Aufwischen. Ist das repariert? Ja, das ist repariert. Spaß? Ach nee, Hunger und Spaß. Dann Mittagessen. Dann. Spielen. Aber vielleicht müssen wir danach schlafen. Hm? Und dann danach schlafen, dann müssen wir Julio anrufen. Julio? Heinfried. Winfried. Ja. Den meine ich ja. Yeah. Sehr gut. Immer noch eine Pfütze. Vielleicht drehen wir das Haus einmal rum oder so. Oder so. Pipi. Wir haben immer noch die Brille auf. Yeah. Jetzt ruf den Mann ab. Hey. Ja, sollen wir das zusammen was ist das essen? Service? Ja. Wir sind voll Karrieren-Biest, ne? Also wir haben unsere so Freunde nur, und, weil, um beruflich voranzukommen. Ne? So mitten in der Nacht, so Mitternacht. Hey, Winfried, altes Haus, was geht? Genau, essen, duschen. Ah, dann trainiere ich zuerst. Okay. Und dann dusche ich. Ja. Mitten in der Nacht machen wir alles. Ja, ist schon schwieriger, ne? Hast du schon die Musik gelernt? Ja. So. Und dann. Schlafen, ein Nickerchen. Obwohl, so viel hast halt haben wir nicht mehr, aber. Power Napping. Geh doch mal arbeiten. Schnell. Danke. Dann wieder Hunger. Sollen wir den Mann anrufen dann? Ja. Und einladen, ne? Obwohl wir müssen erst schlafen. Man sieht voll müde immer von der Arbeit. Ja. Voll doof. Ja gut, wir trainieren auch mitten in der Nacht, ne? Ja, aber das genau. So, Winfried. So, steh auf, komm. Genau. Und dann Essen servieren. Einladen. Ja, komm doch vorbei, aber sag deiner Frau nichts. Genau. Oh. Mach dir was zu essen. Ja. Ich bin
würde gerne rüberkommen, aber ich warte noch auf den Kurier. Oh, was für eine billige Ausrede. Dann ist mir halt allein. Vielleicht können wir ja besser kochen. Vielleicht kommt er. Nom 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 nom. Okay. Spaßlevel sinkt. Dann Spaß und dann schlafen. Richtig. Yeah. Ein Kochpunkt. Dann Pipi. Dann Essen. Duschen, also immer wieder dasselbe. Wie das war halt. Mein Gott. Wenn überhaupt das jetzt hinkommt, dass ich noch Frühstück. Ja, nee. Nicht mehr duschen. Geh Arbeit! Ups. Hoppala! Das war jetzt nicht so gut. Das war nicht so gut für die Karriere, ne? Aber. Oh oh. Ruft der Chef an. Oh, aus der Dusche. Hallo? Oh oh. Nee, das wollen wir nicht. Ah, aber gut, dass ein Tag in Ordnung ist. Ja. Ja, gut, dann da wir nicht arbeiten waren, können wir nochmal Winfried belästigen. Ja, wir lassen nicht locker, ne? Plaudern, mal plaudern, ja. Ach, der ist bei der Arbeit. Ach. Langweiler. Gut, Rechnung bezahlen muss man halten. Kann man noch was für die Arbeit tun? Nee. Nee. Nee, alles gut. Wenn wir hingegangen wären, wären wir vielleicht auch befördert worden. Aber man kann hier. Was ist dieses Service? Weiß ich nicht. Ach so. Ah, Pizza. Pizza Service. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Pizza Service. Hä? Hey. Machen wir halt heute mal blau und Hausarbeit und so. Ja, der Winfried ist voll hartnäckig. Der ignoriert uns komplett. Ja, kannst ja gleich nochmal gucken, ob der da ist. Ein bisschen plaudern. Das ist schon sehr nervig. Also ich würde nicht mehr reingehen. Dann essen und duschen. Ja, das Coole ist, dass du das Sofa kriegst und dann Komfort komplett voll, ne? Ja, das ist ziemlich gut. Guck mal, wer da ist. Hallo Winfried, ich bin handwerklich geschickt. Komm mal her. Der müsste da sein. Geht aber nicht rein. Hallo. Ah, ist die Mailbox? Okay, reden wieder das. Ja. Dann. Was mache ich denn dann? Dann gehe ich auf Klo. Pipi, duschen, essen. Tja. Was anderes machen wir nicht. Nee. Dann Brille. Ja. Und dann schlafen. Wir sollten mal auf jeden Fall morgen zur Arbeit gehen. Ja, das wäre was. Keine Ahnung, was sie da machen. What the fuck? Ja, das ist schon ein bisschen gruselig, wie es lacht, aber schlafen uns aus und dann essen wir wieder was. Und dann ah, genau, geh mal dran, das ist Winfield und sag, ich habe Probleme mit meiner Frau. Mitten in der Nacht so. Ja, geh. Mein Gott, renn! Lauf bitte hin. Ja. Geh auf. Einfach auf, geh ans Telefon. What? Okay. ja gut, dann du kannst auch frühstücken. Vor allem so müde war sie gar nicht. Nein. Ich verstehe das nicht so. Wollte sich nur drum drücken, ans Telefon zu gehen.
unfassbar. Man schneidet sie beim Cornflakes machen, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, beim Frühstück machen tue ich mir meistens nicht so wie. Tja. Ja, nochmal mechanisch oder kochen. Ja, oder. Oder ruft nochmal den Winfried an. Um 5 Uhr morgen, 4 Uhr morgen. Ja, okay. Wenn sie fertig gegessen hat und Pipi gemacht hat, dann ist ja vielleicht auch schon 7 Uhr morgens. Fällt dir ein? Hallo? Es ist. Okay. Dann trainieren wir. In den Fuß abzuarbeiten. Ja. Und tschüss. Ja. Nicht diesmal wieder verkackt. Nee, das wäre nicht so gut. So, zum Altpapier. Dann schlafen. Gießen. Aber erstmal Blumen gießen und dann schlafen. Ich weiß nicht, wie oft das sein muss. Vielleicht erst, wenn die umkippen. Genau, geh dran. Das könnte. Nee, geh schlafen, Mann. Was macht sie denn? Weiß ich nicht. Essen, duschen, telefonieren, aber nicht mit einer Nacht. Wir können jetzt nicht um 2 Uhr morgens die Leute anrufen. Das. Dann machen wir ein bisschen Spaß. Aber ich glaube, bevor wir dann jemanden anrufen oder was auch immer zur Arbeit gehen, legen wir uns kurz hin und speichern wir und sehen wir uns in der nächsten Folge.